Willkommen zurück zu Dragon Quest 11. Und ja, beim letzten Mal ist uns die Serena ja ein bisschen leider gestorben. Und da oben müssen wir lang. Also wir müssen jetzt eigentlich hier lang, geradeaus und da vorne links. Jetzt haben wir halt nur diese komischen Gegner und den muss ich jetzt erstmal doch plätten. Das sieht irgendwie komisch aus. Schrumpeliger Schamane. Knistern mag ich gar nicht. Die können immer nur zwei Leute angreifen. Okay, gut. Nee, Flammenhieb. Wir sollten eigentlich nicht viel aushalten. Halten sie auch nicht. Das heißt, ich kann damit einen normalen Schlag angreifen. Und jo, sogar kritisch. 95, aber es will man mehr. Haben wir hier einen Raum? Aber in dem Raum sehe ich nichts, deswegen bin ich da mal vorsichtig. Und hier kann ich jetzt außen lang, glaube ich. In der Ecke ist da gar nichts. Ach du Schande. Attribute. Erik hat bald ein Level up. Ich glaube, dann sollte ich doch erstmal noch ein bisschen leveln, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte echt böse enden. Our work isn't done yet. Leute, was macht ihr denn an Schaden? Das war jetzt zu schnell geschlagen. Ja, das ist schon gut an Schaden, was ihr austeilt. Haben wir den auch weg? Sechs Erfahrungspunkte. Ich würde sagen, so 4-5 Gegner kann man da vorher noch machen, bevor wir den machen, weil ihr habt ja den Großen da gesehen und das, denke ich mal, könnte böse ins Auge gehen. Oh, 16 Schaden mit einem normalen Schlag ist in Ordnung. Okay. So kriegen wir die weg. Der Frosch, der geht mir sowas von auf die Locken. Oh, der Frosch, ey, der kotzt mich doch an. Sie muss die ganze Zeit nur heilen. Oh, Veronika. Eine Gruppe von Gegnern wurde besiegt. Ja, da ist Erik, der ein bisschen... Boah. Hatte er jetzt nochmal? 7. Konnte er jetzt irgendwas Besonderes besser machen? 9 und 13, nein. Komm her. Kommt her und ich schlag einfach drauf. Oh, ernsthaft? Ja, Peng hätte ich jetzt auch gemacht, an der Stelle. Und wenn ich dran bin, dann... Achso. Nope. Flammenhieb und da nehme ich den Galunken. So, dass ich dann hier mit dem Zauber Peng einfach mal alles Peng-Peng mache. Wir gucken nochmal an unseren Attributen. Ja, guck mal, da, die haben bald Level up. Ist auch gut. Ich brauche natürlich noch ein bisschen. Aber das ist ja erstmal zweitrangig, wenn ich noch so ein bisschen brauche. Wobei es natürlich nicht schlecht wäre, wenn ich schon den... Oh.
nächste Etappe hätte. Nein. Flammenhieb. Schlafpilz 1. Oder A. Ja, das wird Veronika auch gleich machen, wie ich sie kenne. Zeit doch. Aber die stehen immer noch. Sie heilt sich statt den anderen. Okay. Gut, würde ich auch machen. Aber sie ist die Heilerin. Sie kann die anderen gegebenenfalls immer noch heilen, wenn die keinen Schaden nehmen. Von dem her war es eine gute Entscheidung, aber... Easy peasy. Hammond Squeezy. Was kann ich bei Rionaldo jetzt ändern? 8 Punkte. Das könnte schon ausschlaggebend sein. 10. 7. Geschmeidige Haltung, welche die Anzahl ausgeführter Paraden stark steigern kann. Die Parade erhöhen oder hier warten, bis Angriff der Drachen ein Angriff der Drachen schweren Schaden zufügt. Da ich das zwar bisher keine Drachen haben, würde ich die Parade in dem Augenblick in Erwägung ziehen. So, die Gegner habe ich jetzt hier alle weg, ne? Genau. Gegenstände. Heilkraut. Eigentlich will ich es nicht benutzen, aber ich muss es mal benutzen. Der Rest ist voll geheilt. Okay. Komm du her. So. Haben wir die schumpfigen Schamanen und die sehen so ulkelig aus. Ulkelig, so ulkig aus. Gehen mir nur mit ihrem Knistern ganz schön auf den Sack. Hat noch gar keine Koop-Kräfte, ne? Voll ärgerlich. So, schützendes Schwert. Gewährt eine geschmeidige Haltung, welche die Anzahl ausgeführter Paraden stark steigern kann. Macht er dann aber bei sich selber, ne? Wow, jetzt habe ich hier sogar eine Koop-Kraft mit 3 Leuten. Oh, Zirkel der Zerstörung. Beschwört ein magisches Siegel herbei, dass die Chance deiner Gruppe kritischen Zauber zu wirken enorm erhöht. Ein Lied, das die Angriffskraft der gesamten Gruppe ganz erheblich steigert. Deine gesamte Gruppe erhält einen spektakulären Schub, sodass sie enorm schnell bewegen und mit großem Geschick ausweichen kann. Dann nehmen wir den Schwertzyklon. So sind jedenfalls beide weg. Und wir holen uns den nächsten Schaman. Ich find's immer noch trollig. Rolle, lollelig. Bitte 3. Nein, 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 nein. Was mache ich da? Was mache ich da? Fähigkeiten. Feuriges Solo. I'm on fire. Let's heat things up. Was hat sie gemacht? Achso. Sie hat jetzt auch entsprechend die Fähigkeit bekommen. Okay. Angriff. Ich könnte jetzt normalen Angriff machen. Das mache ich auch. Ich glaube, das ist jetzt das, was am besten helfen könnte. Oh. Okay, war die falsche Entscheidung. Naja. Jetzt hat sie 2 mehr. Jetzt hat sie 7. Muss ich echt mal gucken. Waren das da 7, die ich brauche, oder 8? 6. Stellt nach einem Sieg 1 bis 2 Magiepunkte wieder her, wenn alle Waffen als Waffe ein Waisenstab geführt wird. Ja, warte. Sekunde. Jetzt muss ich echt mal gucken, was hat sie angelegt? Ein Zauberstab. Magisches Zepter.
Attribute. Elan ist allgemein, wenn ich das so richtig sehe, ne? Ja, dann hat sie doch so einen Zauberstab. Dann macht das ja sogar Sinn. Ja, aber nichtsdestotrotz muss ich wieder heilen. Ich freue mich ja. Meine Magie geht langsam zur Neige. Das war schon mal kein schlechter Angriff. Der Pilz ist schon mal weg. Ey, was der an Schaden macht, das ist doch abartig. Oh oh, Serena, heil dich hoch. Danke. Sie hat eh viel Mana. Mittelheilung. 2 Talentpunkte, was war bei ihr? 7. Ein sakraler Speerangriff, der Untoten schweren Schaden zufügt, bringt uns jetzt nichts. Erhöht beim Führen eines Speers die Chance auf eine erfolgreiche Parade. Da oben. Steigert das Maximum an Magiepunkten. Ah, fehlt uns noch ein bisschen. Steigert die magischen Heilkräfte. Ah, fehlt uns auch noch ein bisschen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja, ich muss halt wieder hier zurück. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ich muss den Weg zurückgehen. Lasst mich in Ruhe. Ich muss mich nämlich hochheilen. Ausruhen. Ich hoffe, jetzt habe ich wieder volles Mana und alles, ja. Versucht durch die Mitte durch. Das hat sogar funktioniert. Ah, die sind auch wieder da. Aber es hat auch funktioniert. Okay. Wunderbar. Können wir runter zu dem Typen. Da ist noch was. Ah, da kommen wir dahin. Der Typ sieht komisch aus. Ich hätte vorher, glaube ich, speichern sollen, aber das kann ich jetzt nicht mehr. Das war jetzt doof von mir. Nun gut, dann wollen wir mal. Korallenschraten. Sehen ein bisschen größer aus als erwartet. Er kann auch hier so Gruppen zaubern, ne? Steigert die Flinkheit aller Gruppenmitglieder geringfügig. Stärkung. Oh oh. Was zur Hölle? Eieiei. Ich glaube, da sollten wir jetzt erstmal hier Serena ein bisschen heilen. Dass sie immer zwischendurch geheilt wird. Wir können den anderen gar nicht erreichen, oder was? Säuseln. So ist das nur noch einer, der da Schaden erleidet. Jawohl, moin. Alter, was macht ihr an Schaden? Ich muss erstmal heilen.
muss ja heilen hier. I'm coming, darling. Ja, ich sollte normal angreifen. Oh, 19 Schaden. Oh, der erste ist weg. Das ist schön. Oh, oh. Au. Oh, das ist so viel Schaden, was wir da nehmen. Oh, ich werde geheilt, statt Veronica. Okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Dann kann ich die Koop-Kräfte einsetzen. Schwertzyklon. Aber der lebt ja immer noch. Dann machen wir Flammenhieb. Was? Au. Ich wollte gerade sagen. Nee, du nimmst jetzt nicht Veronica. Was hält der denn aus? Der hält echt einiges aus. Ah, schade. Rauslaufen kann man aus dem Ding nicht. Na, endlich haben wir ihn. Was? Boah, Erfahrungspunkte gut. Oh, ich alte Level ab. Gehen. Okay. Und 2 Talentpunkte. Was hatte ich? 10 Stück. Oh, 10 Stück. Da kann ich doch hundertprozentig was verteilen. Beim B-Händer. Steigert die Kraft von Angriffen mit B-Händern. Oder ein Überkopfschwung des Schwertes, der eine ganze Menge Schaden anrichten kann. Und was ist das? 12 plus 10. Dann nehmen wir den plus 10er erstmal. Das ist doch schön. Kann ich da hoch? Nein. Schade. Just look at this beautiful water. It's so clear. This will be perfect for making birdsong nectar. All done. Now, let's head back to Gondolia and see if we can cure dear little Placido. Gut, dann würde ich sagen, den Weg zurück seht ihr dann im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tod rein. Tschüss.